Was ist das? Not enough power. Wow, 60 Megawatt. Ha. Dann wird's wohl Zeit für ein neues Solar Plant. Irgendwo hier hinten. Perfekt. So, Consumer Electronics. Clean Room, ja, wieso nicht. Wenn wir es schon produzieren, können wir es auch gleich gut verkaufen. Ne, unsere Relations mit den Vereinigten Staaten müssen wir nicht so sabotieren. So, und wenn jetzt dieser Frachter hier anlegt, sollte er 500 Gold und 500 Bauxit geladen haben. Die wir dem Ganzen hier abnehmen. Importe sieht man eigentlich auch auf dem Dock. Oder? Ich bin meines, die hier immer kurz gelagert werden. Hier werden Exporte gelagert und hier Importe oder so. Ja, Broad. Big Tsunami, okay. Aber das wird keine Todesopfer fordern, hoffentlich. Weil sonst haben wir die beschissenste Wetterstation in der Geschichte der Wetterstationen. Gut, den müssen wir loswerden. Aber hey, gleichzeitig ein Rock-Concert. Okay. Achievement unlocked, head for high ground. Ah, okay, das war das Achievement, okay. Stopp, 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 stopp. Jetzt kann ich gerade mal nicht reden. Das war gerade das Achievement, einen Tsunami zu überstehen ohne Casualties. So. Wow, und diese Armory ist tatsächlich so geschrottet, dass wir sie nicht mal mehr normal wieder aufbauen können. Muss mich verarschen. Und wo ist... Sehe ich die Armory nicht mehr, oder... Ist das SWAT HQ meine neue Armory? Ne, weil das sind ja SWAT-Member. Leute, wo ist meine Armory hin? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Da ist keine Armory mehr in diesem Fenster. Ha? Was zum Teufel? Okay, ich meine, es gibt schon noch eine andere Möglichkeit, wie wir um das herumarbeiten können. Wir bauen noch eine Army Base. Weil in einer Army Base sind auch Generäle. Trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so gehört. Ja, bauen wir es mal irgendwo da hinten hin. Da nehmen die spielenden Kinder. Sehr, sehr seltsam, dass die Armory weg ist. Ah, da übrigens sieht man die Importe, diesen einen Block hier. Nein, das beschäftigt mich gerade wirklich stark. Das gehört sicher nicht so. Und ich meine nicht so, als hätten sie nicht Zeit gehabt, das zu fixen. Ich meine, das ist nicht gerade ein wahnsinnig neues Spiel. Sehr, sehr seltsam. Okay, egal. Wie dem auch sei, als letztes für das diesjährige Video, genau, für das jetzige Video, werden wir ein Space Program bauen.
Nein. Da will ich eigentlich nicht reinquetschen. Das sollte an irgendeinen epischen Platz kommen. Geht sich da irgendwo aus? Ich glaube nämlich, dass das alles abschüssiges Gelände ist, wo man nichts bauen kann. Nein, da kann man sogar bauen. Neben die Farmen. Das tut den Farmern gut. So. Space Program. Oh yeah! Ich erinnere mich nicht, ich habe es schon mal gebaut, aber ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt was bringt. Oder ob es nur eine riesen Geldverschwendung ist. Wunderschön. Eine wunderschöne Rakete. Gut. Aber dazu gab es irgendwie auch Events, oder? Oder bin ich da gerade komplett auf dem Holzweg? Der Voyage ist... Oh, try to land on the moon. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gemacht. Ich wäre eher für I want to create a super soldier. Super soldier. Weil land on the moon, glaube ich, braucht dann 3 electronics factories und da muss man dann was bauen und so weiter, bla bla. First Llama in Space. Okay, diese Storyline wird mir gefallen, das sehe ich jetzt schon. Okay, Organic Ranches. Nochmal Organic Ranch und Organic Ranch. Und wenn wir schon dabei sind, gleich noch ein Teamster Office und einen Modern Apartment Block. Das geht sich genau noch aus. Achievement unlocked, going green. Aber warte, ist Facebook nicht gesperrt? Band. Okay, passt. Gut, wir haben 5 Organic Ranches. Damit schießen wir das erste Llama ins Weltall. Nyan Llama? Ach Gott. Wieso denn ein Nyan Llama? Penultimo. Ja, schießen wir Penultimo. 1000 Megawatt, das produzieren wir doch locker. Apollo 13. All he says is Nyan. $100,000. Ja. Tow them home. Wir haben ja 100.000. Pshe. Ist doch alles lächerlich. Du bist overloaded? Wie kannst du overloaded sein? Apollo 13 is safe. Eine halbe Million für die Insel ist natürlich Hammer. Andererseits, ich habe jetzt schon 700.000 und weiß nicht, was ich damit machen soll. Also nehme ich 100.000 für mich selbst. Gut, ändert nichts an meiner Frage, wie zum Teufel diese Garage überladen sein kann. Sehr, sehr seltsam. Aber okay, bauen wir noch einen in die Nähe. Export Cars braucht das mal niemand.
Was ist los? Ich will jetzt meinen Super Lama. Oder war es das schon? War das die Super Soldier Storyline? Ich hoffe nicht. Vielleicht weil es erst 92 ist. Vielleicht gibt es da noch keine Super Soldiers. Sigurd. Sehr gut. Ja Leute, was ist jetzt? Wir haben Apollo 13 zurückgeholt. Ich meine... Ich fürchte wirklich, dass das das Ende der Storyline war ein bisschen, weil ich meine, eine halbe Million für die Insel zu kriegen, hört sich schon so an, als wäre das quasi das Nonplusultra. Was schade ist, weil ich glaube, beim anderen gab es dann zumindest noch eine Sequenz, wo zumindest noch ein Shuttle gestartet ist. Und ich weiß gar nicht, was man dann bekommen hat. Hat man dann nicht Geld bekommen in regelmäßigen Abständen, pro Jahr oder sowas von der Forschung? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wenn das Ende der Lama Space, der Super Lama Storyline. Nein, wenn das Ende der Super Soldier Storyline war, dann war es jetzt ein bisschen enttäuschend. Ha. Huh. Ich glaube, da wird mir mein guter Freund Google aushelfen müssen. Naja, wie dem auch sei. Wir werden jetzt vermutlich mal Schluss machen. Das mit dem Super Lama hat nicht so ganz geklappt. Die Storyline scheint vorbei zu sein. Und es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben ein bisschen viele Arbeitslose noch immer, oder? Ja, 11. Nicht optimal, aber wir kommen schon hin. Da wohnt auch niemand, das ist besonders gut. Oh, dass die Armory weg ist. Sollte die Armory nicht statt dem SWAT HQ da stehen? Ich bin mir relativ sicher, dass das so sein sollte. Sehr, sehr seltsam. Na gut. Ich suche nämlich die ganze Zeit die Insel ab nach noch einer Armory, die ich gebaut habe. Ich bilde mir ein, ich hatte zwei. Eine ist jetzt im Tsunami draufgegangen. Die andere ist eine gute Frage. Na egal. Okay, das war's für dieses Mal. Ich check nur kurz noch ein paar Sachen auf der Insel generell. Wir haben genug Wohnraum. Wir können jetzt irgendwann mal dahin expandieren, wenn wir wollen, mit der Industrie. Aber mit dem Tourismus eben eher nicht, leider. Au, 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 au. Oder passiert das immer mal wieder? Oder hat das was mit der Story zu tun? Na, okay. Das passiert scheinbar einfach immer mal wieder. Hat das eigentlich Arbeiter? Nein, da arbeitet niemand. Okay, wir produzieren noch genug Strom. Die Electronics hätten wir uns sparen können. Ich wusste nicht, dass es die Möglichkeit Super Soldier auch gibt. Ich bilde mir nur ein, wenn man nämlich die Mondlandung macht, dann muss man 3 Electronics Factories bauen oder man muss eine gewisse Anzahl von Electronics produzieren. Ja, wir werden noch kurz die restlichen Kriminellen verhaften. Damit werden wir es dann sein lassen. Muy buena. Excelencia. Dich. ¿Qué necesitas? Und muy buena. Dich. Buenas tardes. Und dich. Gut. Noch ein letzter Blick auf die Happiness. Job Quality stinkt noch immer ab mit 49%. Ja, das wollten wir noch machen. Das werden wir das nächste Mal noch weiterführen. Wir haben jetzt die Bezahlung der College-Arbeiter hochgeschraubt, als wenn wir die der Hochschularbeiter noch hochschrauben. Und ja, Religion Quality noch immer 53%. Ihr habt eine fucking Diamantenkathedrale. Ich meine, seriously. Income Disparity 167%, ja. Average Worker Pay 10 und in der Karibik 16. Ja, das werden wir noch kurz machen. Das machen wir jetzt noch. Schalten wir auf Pause und jetzt suchen wir alle Betriebe, die Highschool Worker haben und setzen das hoch auf 15. Für alle Factory Worker, für alle Policemen. Für alle Lehrer.
Das fällt unter Policeman für alle Soldaten. Oompa Loompa für alle Feuerwehrmänner. Das sind alles Factories, Factories, Factories. Haben wir nicht noch eine Kirche irgendwo? Unsere allererste Kirche? Ah ja, da, genau. Für alle Priester. Polizisten haben wir schon. Bam, 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 bam. Das haben wir auch alles schon. So, für alle, sind das Shopkeeper? Ja, Shopkeeper. Für alle SWAT-Member, das sollten die auch sein, ja perfekt. Ihr fallt alle unter Worker, also unter Factory Worker. Und da ist noch eine zweite Kirche. So, das ist uneducated. Ja genau, bei den Entertainment-Sachen gibt es nämlich ein paar, die sind uneducated und ein paar, die brauchen High School. High School Female, also ja, das ist eine Schule. Das hätte ich mir denken können. Issue Building Permit, na danke. Ich glaube, ich habe gelogen. Es gibt gar keine Unterhaltungsbetriebe, die Highschool-Abschlüsse brauchen, außer eben Shopkeeper. Ich bilde mir aber so stark ein, dass es das irgendwo gab. Na, da noch Childhood Museum, aber das fällt das auch unter Shopkeeper? Ja, das fällt auch unter Shopkeeper. Hm, seltsam. Okay. Dann soll es das aber gewesen sein. Dann sollten es alle Leute, die irgendwo arbeiten, wo man einen Highschool-Abschluss braucht, mit 15 statt mit 10 bezahlt werden. Das sind ja alles nach wie vor, ja. Obwohl das die besseren Farmer sind, dachte ich mir, vielleicht brauchen die auch besseres Personal, aber nein, sie brauchen nur die Brown Shadow. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal schaue auf Income Disparity. Dann hat sich da nichts getan. Oder muss ich noch warten, bis das einmal zuschlägt quasi? Jetzt ist die Disparity noch höher? Ah nein, warte, wir waren auf 176, oder? Job Quality steigt zumindest, also irgendwer muss schon besser bezahlt werden. Warten wir noch bis zum neuen Jahr. Boah, exportiert 105.000. Ach ja. 179, das steigt die ganze Zeit. Aber das soll's doch nicht. Wieso steigt das? Wahrscheinlich, weil wir so viele Leute in Betrieben haben, die uneducated sind. Ja, das kann natürlich sein, ja. Das ist natürlich blöd. Dann sollten wir das natürlich auch noch anpassen. Dann werden wir jetzt alles, was uneducated ist, anpassen auf 7. Oder auf 8 in dem Fall sogar. Wieso ist das schon auf 8? Runter auf 7 mit dir. Set for all Lumberjacks. Das haben wir schon. Ich weiß, ich klicke gerade doppelt und dreifach auf alles, was wir schon längst umgestellt haben, weil ich es mir einfach gerade nicht merke. Ja, das sind sowieso alle Barmaids. Okay, das heißt, das wird gleich einen Großteil. Oh, euch habe ich vergessen. Whoops. Sorry. Nur das wichtigste Gebäude überhaupt. Aber... Cooks. Gut. Ihr seid auch Cooks. Was seid ihr? Attendance, okay. Ja, das wird wahrscheinlich hier alles abdecken, ja, weil da ist eine Attendance. Oh, euch habe ich auch vergessen. Ihr seid was? Maids. Okay. Okay, da haben wir Attendance. Was?
Ah, Showgirls. Showgirls, Attendance. Attendance. Für alle Natives. Oh man. Alle Dockworker. Attendant. Auch nochmal Natives. Passt, passt, passt. Ja, sehr gut. Ihr fallt eh auch unter Dockworker, oder? Fisherman. Wurscht, wir haben euch trotzdem schon. Okay. Jetzt schauen wir uns das noch kurz an. Income Disparity ist bei 187%. Wow. Es wird immer mehr. Ich habe keine Ahnung wieso. Wieso würden die Einkommensunterschiede... Naja, wohl nein, das kann schon sein. Weil ich habe ja die reiche Klasse und die Mittelklasse um 5 angehoben. Die Arbeiterschicht allerdings nur um 2. Presidente. Ja, ja. Housing. Housing ist ein Fixpunkt bei mir, der geht immer auf. Ja, myself. High average wage, weil daran werden wir jetzt wirklich mal arbeiten. Eigentlich sollte nämlich möglich sein. Das alles auf 12 zu erhöhen, ohne dass mir Leute deswegen den Job wechseln. Na, danke. Das ist noch mein letzter Versuch, das jetzt irgendwie anzugleichen. Vielleicht braucht es auch einfach nur ein bisschen Zeit, ich weiß es nicht. Aber jetzt im Moment... Jetzt im Moment ist das meine eigene Idee. Und ich wünschte, El Presidente würde im Hintergrund aufhören zu reden. Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Ah, deswegen sackt auch gerade der Kommentar so derb ab. Weil ich mich wirklich gerade extrem schwer konzentrieren kann, weil der Typ im Hintergrund so viel labert. Schlaue Menschen würden durch den Sound runterdrehen, aber dann höre ich die coole Karibikmusik nicht mehr. So, Showgirls. Das sind alles Attendants, die Natives noch. Perfetto. Ja. Gut. Schmeißen wir uns noch kurz nur für ein, zwei Monate an. Und schauen, ob sich irgendwas ändert. Ja, jetzt sinkt sie. Okay. Schauen wir mal. Also die Arbeiter verdienen jetzt 12 Dollar. Die Highschool-Abschlussleute 15 und die College-Abschlussleute 25. Das ist natürlich noch ein riesiger Einkommensunterschied. Das heißt, die College-Leute verdienen doppelt so viel wie die Arbeiter. Allerdings, am Anfang ist es ja so, College verdient 20, Arbeiter verdient 5. Das heißt, da verdienen sie das Fünffache. Das Fünffache. Da verdienen sie das Vierfache. Das heißt, alles in allem müsste die Disparity jetzt extrem runterfallen. Ich meine, sie war auch sicher schon mal höher. Ich habe es nur am Anfang nicht gecheckt. Regelmäßig. Ja, Average Worker Pay ist jetzt 12. Das passt. Es dürfte wirklich der Großteil der Leute einfach noch immer uneducated sein. Oder zumindest einen Job haben, der auf uneducated Niveau bezahlt wird. Und die Disparity fällt auf unter 160%. Passt. Gut, lassen wir das noch kurz austicken bis... bis September. Und dann machen wir... Dann machen wir dem Ganzen ein Ende. 1994... Hey, Ziggurats! Kann ich Ziggurats bauen? Oh. Okay, das machen wir das nächste Mal. Ziggurats. Herrlich. Herrlich. Nie wieder Probleme mit Housing. Ich meine, habe ich jetzt eh auch nicht, aber trotzdem. Dann werden wir nämlich jetzt die ganzen Tenements hier abreißen.
Und vermutlich, keine Ahnung, da endlich mal diese Ranch abreißen oder sowas. Dann wird sich trotzdem nicht ausgehen. Aber irgendwo werden wir irgendwas Großes abreißen und werden wir das Ziggurat stattdessen hinbauen. Oder vielleicht da diese beiden Farmen. Die braucht doch in Wirklichkeit niemand. Das könnte ich sogar ausgehen, oder? Nee, okay. Das Ziggurat ist wesentlich größer, als ich in Erinnerung habe. Gott, ist das riesig. Aber hey, es hat Platz für 50 Familien. 50. Gut. Ja, mal schauen. September. Na, eigentlich will ich es jetzt schon noch bauen. Eigentlich will ich es jetzt irgendwie schon noch bauen. Income Disparity 110% und wir werden jetzt einfach dann noch ein Ziggurat hinbauen. Damit kein Strom. Okay, das ist aber wirklich das Letzte, was wir machen. So, gleichzeitig. Ich meine, das alles zu demolischen ist natürlich insofern ein Riesenproblem, weil das Ziggurat irgendwo gebaut wird, wo niemand wohnen wird. Also wo auch niemand wohnen will zurzeit. Oh, vor allem wird da niemand wohnen wollen, weil ich da keine Metro Station hingebaut habe. Doi. Trotzdem. Einfach nur, um es gebaut zu haben. Ja. Das ist ein bisschen so wie diese Riesenhäuser in SimCity. Die Archäologien. Housing Quality 100. Okay, die anderen haben auch über 100. Gut. Dann halt eben fucking nicht. Aber ja, dieses Ziggurat wird der Grundstein für diesen neuen Teil hier, diesen neuen Inselteil, mit dem ich noch keine Ahnung habe, was ich jemals mit ihm machen werde. Außerdem habe ich das Ziggurat so gebaut, dass ich jetzt die Straße da hinten nicht mehr gescheit laufen lassen kann. Ah, locker, locker, locker. So, machen wir das mal. Five more years. Was? Echt? Nur noch bis 2000? Na gut. Okay. Nur bis 2000? Wirklich? Damn it. Ich meine, gut, ich habe eh schon nichts mehr vor mit dieser Insel. Aber gut, dann werden wir jetzt nämlich hier einen taktischen Cut machen. Endlich. Und nächstes Mal nur noch 5 Jahre. Damn it. Jetzt bin ich irgendwie im Stress. Und in den letzten 5 Jahren hier rund um... Also, das Ziel wird sein, dieses Ziggurat voll zu kriegen mit Leuten, die tatsächlich auch arbeiten. Punkt 1. Punkt 2, hier noch einen riesen irgendwas Bezirk aus dem Nichts zu stampfen. Der Turm zu Babel wird uns da helfen. Babel Tower. Das ist ein riesen Business Turm. Ungefähr so wie das Business Center, nur noch viel größer und härter. Genau, härter ist absolut nicht das Wort, das ich gesucht habe, aber egal. Ja, aber tourismusmäßig sind wir, glaube ich, wirklich am Limit. Ich meine, man kann immer noch Hotels bauen. Das wollte ich machen, das wollte ich von Anfang an der Mission eigentlich machen. Ich wollte mehr Hotels bauen. Na, egal. Diese Shopping Malls tun sich super. Gut. Das heißt, dieser Ziggurat-Bezirk, das ist das letzte große Projekt, das wir anreißen. Wir haben mehr als genug Platz hier oben. Wir werden das auch noch zum Beispiel in ein Museum umändern, falls die Touristen sich hier raufbegeben wollen. Wir können ja zum Glück jederzeit einfach eine Metro Station hinbauen, damit sie schnell über die Insel teleportieren können. Und ja, letzten 5 Jahre. Wow, das kam wirklich unerwartet. Gut, das heißt. Boah, ist das geil. So wohnt man in der Zukunft, Leute. In der Zukunft von 1995. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.